Jo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zu einem neuen Video mal wieder von mir. Ja Freunde, weiter geht's mit Spieltag Nummer 2. Wir spielen gegen die übermächtigen Bayern morgen. Und ja, auf jeden Fall bin ich mega gespannt. 3 Punkte sind ja schon eingetütet gegen Hertha und das erleichtert uns schon mal auf jeden Fall. Und ja, fangen wir mal direkt an. Auf jeden Fall. Freunde, Bayern, ihr müsst wissen, Bayern ist ja schon seit Jahren ein dickes, dickes Pflaster. Also dickes Pflaster im Sinne von eine sehr, sehr starke Truppe. Da muss man halt nicht viel darüber zu erzählen. Und ja, haben jetzt auch einen neuen Trainer. Ist auch kein Unbekannter. Julian Nagelsmann hat in Leipzig schon genug bewiesen. Hat die Champions League auch in den K.O.-Phasen ist er sehr, sehr, sehr weit gekommen. Und mittlerweile gehört er ja auch zu den Top-Trainern. Ist ja auch keine Frage mehr, ne? Ich bin aber gespannt, in dem ersten Jahr, ich habe mal so einen Livestream von denen gesehen. Weiß jetzt nicht genau, ob das ein Livestream war oder ein Video. Wo er gesagt hat, dass er seine erste Meisterschaft dieses Jahr holen wird. Ob es auch stimmt, weiß man nicht. Muss man abwarten. Aber mittlerweile ist es ja Pflicht geworden, wenn man bei Bayern ist, dass man Titel holen muss, bleibt auf jeden Fall das abzuwarten. Nichtsdestotrotz geht es heute um unseren allgeliebten FC. Und ja, Freunde, Kader von Bayern ist auf jeden Fall schon hervorragend, finde ich. Offensive ist ja eigentlich gleich geblieben, aber die Defensive hat sich ja ein bisschen geändert. Man hat ja Boateng, hat man sich ja getrennt mit Alaba und so weiter. Und ja, muss man, da finde ich auf jeden Fall, dass man da noch was machen muss. Wir fangen gleich an mit den FC. Ja, wollte nur kurz mal was zu dem Kader von Bayern sagen. Ist auf jeden Fall kein schlechter, ist ja klar, aber ich finde, man sollte, die müssen noch auf jeden Fall in der Abwehr noch was tun. Und ja, da werde ich auf jeden Fall noch mal was dazu sagen, aber in einem anderen Video. Ja, Freunde, wo sollen wir denn mal anfangen? Bei unserem allseits geliebten FC. Ja, 3 Punkte sind ja schon eingetütet gegen Hertha, wie gesagt. Und wenn man genau überlegt, wann man zuletzt bei Bayern gewonnen hat, muss man leider, leider sehr weit nach hinten schauen. Denn Karneval 2009, wenn ich mich irre, vielleicht wisst ihr das besser, aber ich glaube, das müsste Karneval 2009 gewesen sein. War zuletzt der Sieg in München und ein Punkt 2016 in der für mich besten Saison, die ich je erlebt habe. Und nichtsdestotrotz müssen wir nach vorne schauen und alles geben morgen. Und wenn wir die gleiche Leistung wie gegen Hertha anknüpfen, habe ich ein gutes Bedenken auf jeden Fall, dass wir dann wirklich bis zur Halbzeit gut mithalten können. Und ja, da muss man halt zweite Halbzeit schauen, ob man da vielleicht noch was tragen kann. Aber da denke ich schon, dass es dann sehr, sehr schwer wird. Weil ich weiß ganz genau, dann wird zur zweiten Hälfte Bayern wirklich alles wegpressen, was nur geht mit einer Quattro-Truppe. Also, dass man wirklich mit mehreren Leuten wirklich versucht, den Ball so schnell wie es geht zu erobern. Das habe ich schon öfters bemerkt. Auch wahrscheinlich auch andere. Ja, jedoch sollten wir, beziehungsweise wobei, sollte man nicht enttäuscht sein, wenn wir verlieren. Klar, wir haben schon 3 Punkte, aber man sollte halt immer im Unterbewusstsein haben, dass man keine Niederlage akzeptieren sollte, beziehungsweise immer ausschließen sollte und natürlich bis zum Ende immer fighten soll und wirklich, dass jeder Spieler auf dem Platz ackert und wirklich bis zum Ende des Spiels alles rausholt, bis die Spieler kotzen. Ja, das ist mein Anspruch zur Leistung vom FC. Und ja, jedoch bleibe ich dabei, dass Bayern gewinnen wird, weil die werden definitiv nicht locker lassen, da bin ich mir sicher. Und daher ist mein Tipp 2-1 für die Bayern.
Ein Tor werden wir schaffen. Vielleicht können wir uns darauf auf jeden Fall freuen. Und ja, aber ich denke, Bayern wird das auf jeden Fall gewinnen, das Spiel. Und klar kann man jetzt sagen, die haben jetzt am Mittwoch nochmal ein Pokalspiel, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau. Aber da Bayern einen gut breiten Kader hat, also jetzt nicht so krass großen breiten Kader, denke ich, dass sie aber trotzdem den Sieg da mit raus, mitnehmen. Und ja, kommen wir zur Aufstellung, die ich mir wünsche, also beziehungsweise vorstelle. Klar, Horn bleibt jetzt gegen Bayern. Schwebe kommt ja nicht mit, weil er sich, glaube ich, im Training verletzt hat, durch einen Schuss oder Torschussübung. Weiß ich nicht genau, daher denke ich, dass dieser Urbik oder ein anderer von der U21 nochmal als zweites ranrückt. Dann kommt anscheinend Easy wieder auf die rechte Verteidigungsposition, obwohl ich eigentlich Schmitz nicht schlecht fand. Da hätte man Schmitz vielleicht nochmal lassen können. Vielleicht wundern sich jetzt manche, dass ich jetzt für Schmitz diesmal bin, obwohl ich eigentlich mehr so der Easy-Fan bin. Aber Easy kann man jetzt auch mal spielen lassen. Man kann. Ich habe ja auch, glaube ich, im letzten Video gesagt, man sollte mal jedem die Chance ergeben, ne? Dann in der Innenverteidigung Meret, da ja Hübers auch zu Hause bleibt. Er ist, glaube ich, nicht verletzt oder so, ich weiß es nicht. Aber Baumgart wollte ja, glaube ich, nicht dieses Risiko eingehen. Leider hat er ja immer noch Knieprobleme. Ja, dann Zichos daneben, der bleibt, der hat auch auf jeden Fall gute Arbeit gegen Hertha geleistet. Hector links, also ich kann ihn mir nicht auf der 6 vorstellen, weil Jannes Horn ist ja noch in der Reha, glaube ich, und Katterbach weiß ich jetzt nicht, was genau mit ihm los ist. Form, Tief, was auch immer. Skiri und Ljubicic auf der 6. Wundert mich jetzt nur wegen Duda, dass er jetzt nicht von Anfang an spielt, aber ich denke, dass er auch seine Spielzeit kriegen wird. Ja, und dann auf den Außen mit Kainz und Thielmann, wie letzte Woche, und Modest und Uth im Angriff. Ja, Freunde, das ist meine Aufstellung, die ich mir von Anfang an wünsche. Und damit war es das auch schon. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Sorry für die ganzen Stotterer. Ich bin ein bisschen manchmal komisch vor der Kamera. Also, wenn ich vor der Kamera rede, obwohl ich eigentlich alleine hier bin. Und ja, ich habe Bock auf diese Videos und ich will einfach nur die Saison Spaß haben. Spaß beim Zuschauen haben. Ich will die gleiche Leistung wie gegen Hertha haben. Und natürlich bis zum Ende auch eine geile Leistung sehen, was wir uns hier alle wünschen. Und ja, auf jeden Fall, Freunde, das war's. Ihr könnt gerne euer Tipp schreiben, in den Kommentaren schreiben, wie ihr wollt. Da wäre ich auf jeden Fall fertig und ja, macht's gut, euer Khalid ist draußen. Ciao.